Verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber glaube ich, muss ich auch gar nicht sonst. Wir bleiben auf dieser Höhe hier. Und gucken mal weiter. Ich sehe momentan gerade nur Buschwerk. Und das war's mit dieser Höhe gerade. Ich habe gerade wieder festpackt, ne? Noch so ein Punkt, wo ich Bedenken habe, schade finde, dass sie den Support eingestellt haben. Solche Festhängecken kann man ganz schnell mit Textur-Patches rausbringen. Da der Support, wie gesagt, aber eingestellt ist, davon passiert das nicht passieren. Das ist echt schade. Das ist sehr, sehr schade. Und gerade das ist das, was so ein Spiel echt kaputt machen kann. Wenn man da nicht dauernd irgendwo festhängt, ja? Und mehr als nur bedauerlich ist, wie ich finde. Aber gut, ich kann dem Entwickler ja nur schlecht sagen, komm, mach bitte weiter. Das funktioniert leider nicht, wenn ich es sage. Das müssten dann wirklich alle tun. Und das tun dann halt nicht alle. Das ist das Problem in der Geschichte. Wenn man alle Ecken gucken hier im Spiel, das haben wir schon gelernt. Das ist jetzt die Frage hier, das wenn hier eigentlich ein Wasserfall sein sollte, aber keiner ist. Ah, okay, verstehe. Ich will mal was aus, auch was aus war. Hallo, Bärchen raus hier. Verdammt. So. Ach ja, Entwickler und Support und so. Es gibt so viele, ich weiß, dass es einen Haufen Spiele gibt, wie The Forest kriegt alle paar, zwei, drei Wochen oder so ein neues Update raus. Marvel Action kriegt ebenfalls alle ein paar Jubeltage ein neues Update raus. Alles nur, weil es irgendwelche Bugs beim letzten Update wieder reingehauen haben, die es wieder rausnehmen müssen. Und das sind so Sachen, die man ganz schnell beheben kann eigentlich. Und das entwickelt sich vom Simulator hier echt halt von den ersten Negativkommentaren, die kamen, die kommen immer. Also ich glaube nicht, dass es ein Spiel gibt, wo es keine Negativkommentare gibt. Das kann mir keiner erzählen, dass es, der jetzt ein Spiel ausgebracht hat, dass es nie Negativkommentare, dass es nie negatives Feedback gibt. Und ich meine, die Woche kam jetzt, kommt jetzt noch was Großes raus, und zwar Warhammer 40k, das Neue. Wir sind jetzt bei Brumme der Wucht im Livestream, ne? Also twitch.tv/Brumme der Wucht. Mich erlebt ihr da im Chat meistens. Werdet ihr jetzt die Tage ein bisschen weiter sehen. Öfters mal sehen. Also einschalten lohnt sich, wenn ihr Warhammer sehen wollt. Meine Welt ist es nicht so, aber jedem das seine, sage ich mal, ne? Da gibt es einen Schwimmpilz und der Ente, Ente wollen wir aber nicht. Ente schmeckt nicht. Ich wollte eigentlich woanders hin noch. Das ist das Problem. Ich finde jetzt diesen. Ich weiß, dass es einen Durchgang zum Area gibt, wo ein Wasserfall ist, ein großer. Da wollte ich immer schon mal hin. Aber ich finde es nicht. Das war übrigens gerade Steam.
Aus Team. Da gehe ich jetzt nicht drauf. Ich bin noch mitten in der Aufnahme und das muss ich die Person noch gedulden. Bis ich hier fertig bin. Ganz einfach. So, wir suchen mal einen Wasserfall. Wenn die Person mir den Wasserfall nicht liefern kann, dann gibt's halt nichts. Das ist ganz einfach. Ente. Ich weiß nicht, ob wir hier auch schon waren. Ah, hier ist die Höhle, genau, hier ist der Maurusbau. Da wollen wir mal reingehen. Mal, da wollen wir ein bisschen rumgucken nochmal. Wir sind letztes Mal ein bisschen verdroschen worden unten drin, ne? Ich weiß nicht mehr von wem, aber wir sind ein bisschen verdroschen worden. Wir haben ein bisschen an Stärke zugenommen. Und deswegen werden wir mal eine Höhle erkunden. Außer dass wir hier schon ein Ventilrad gefunden haben. Okay. Ich hab's Fleisch zu fressen. Gibt's auch noch mal Bären? Brauchen wir hier unten in der Höhle Bären rein? Brauchen wir 25 Intelligenz, so cool sind wir noch nicht. Hier plätschert irgendwo Wasser. Nochmal Stärkepilz. Blöde Fledermaus. Und wir müssen die ganze Zeit. Jawohl, das sprechen wir uns hier vorher ab. Speichern. Ja, böse reingehauen. A cat? Hä? A bad, wenn dann höchstens. Das ist nicht Fledermaus, aber keine Katze. Alter! Boah, macht der Frosch Schaden. Killerfrosch. Boah! Oh, will ja nie mehr hin. Ich will in die Hülle mal rennen. Wir machen es anders, und zwar. Ja. Continue. Höhle, okay, wir sind wieder in der Höhle. Juhu! Kurz bevor wir vom Frosch verhauen wurden.
Sondern gehen wir raus und werden uns dann mit dem anderen Ding befassen. Mit der Baustelle, wo wir schon mal waren. Wo wir da rumklettern konnten. Da konnten wir ja dann die ganzen Burger und so weiter noch mampfen. Das wollen wir mal nämlich tun. Sollen Wurzeln darstellen, ne? Ja. Hier müsste gleich der Frosch kommen. Da ist er. Blöder Frosch. Warum sind eigentlich Frösche in der Höhle drin? Kann mir das mal einer verraten? Ich weiß gar nicht, ob jetzt Frösche wirklich in Höhlen leben oder so. Ich kenne die, weiß nur, dass sie mal im Teich oder so sitzen. Und da rumquaken, gar nicht, dass sie in Höhlen rumrennen. Das ist mir ein bisschen neu, aber na gut. Ich bin ja belehrbar. Wenn ihr sowas wisst, ne, und ihr euch Hobby-Paläontologe oder sowas seid, und mir erzählen könnt, dass Frösche wirklich in Höhlen leben, und mir ein konkretes Beispiel dafür nennen könnt, dann, weiß ich noch nicht. Scheiß Fledermaus an. Gut. Dann werden wir was anderes machen. Zwar, wir werden erstmal hoch, zu meinem Stuhl, hochgehen zu der Baustelle da, wo ich weiß, dass wir noch Burger und so weiter fressen können. Also reden, wir haben die Intelligenz, wir haben ein bisschen was eingesammelt, ja, okay. Ich weiß, wo ich hin will. Bei Regen rennt ja auch keiner außen raus raus in mir, ne? Also Weichei-Tiere. Leise pieselt das Reh. Immerhin rennen wir hier gerade schon Yogi-Bär-like durch die Gegend, ne? Muss man mal dazu sagen. Ach, hier war ein Buschgrüner. Ich dachte, hier gab es noch irgendwie einen Durchgang oder sowas. Anscheinend wohl leider nicht. Na gut. Dann gehen wir Bürgermampfen doch. Bärmann. I wonder.
I wonder how, I wonder why. So.